Hallo, meine Lieben. Ja, vor einiger Zeit hatte ich in einem Haul diese Sachen hier gezeigt. Und ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch im Advent erst ja, sagen oder zeigen kann, was ich damit mache. Und ja, wir hatten ja vorgestern und gestern, also vorgestern einmal die Eier überhaupt erst gemacht. Und gestern habe ich das schwarze Ei verbastelt. Und heute seht ihr, wie ich das weiße verbasteln werde. Was ich daraus jetzt mache, und zwar habe ich mir für alle, die das Video nicht gesehen haben, dafür einmal so eine Eule gekauft, die eben so ein Stößchen ist, wo man dann so ein Duftöl oben reinmachen kann und dann eben verdampfen lassen kann. Oder so ein Duftwachs zum Beispiel. Und ja, die habe ich vor, später entweder in das Ei reinzustellen, direkt. Oder außen hinstellen. Mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Dann hatte ich von Teddy hier diese Weihnachtskugeln. Oder waren die von Kick? Nee, von Teddy. Diese Weihnachtskugeln besorgt. Und dies hier war auch, denke ich, von Teddy. Ja, genau. Und zwar hier sollte ich einfach so ein bisschen Holz, was dann so ein bisschen mit so Perlmutfarben beglitzert wurde. Dann hatte ich mir hier diese Zwerge gekauft. Die fand ich irgendwie auch so ein bisschen passend, so ein bisschen zu Wald und so und zu Weihnachten auch. Und ja, die waren auch von Teddy. Und dann noch hier diese Glöckchen, ebenfalls von Teddy. Und ja, ein bisschen Glöckchen zu Weihnachten darf ja auch nicht fehlen. Ja, die Kerze werde ich dann später natürlich ersetzen. Das hatte ich nur für die Videos gemacht. So, dann hatte ich noch dieses Teil dafür besorgt. Einfach so eine Deko-Tischdecke und die werde ich dann gleich zurechtschneiden auf diese Größe. Also wie gesagt, das war bisher alles Teddy und genau wie dieses Ding hier. Und das hat dann 5 Euro gekostet und das nehme ich als Basis sozusagen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt abkriege hier. Das ist ja immer nicht so toll mit den Klebedingern. Ja, irgendwie müssen sie es ja beschildern, ne, was es kostet, aber irgendwie müssen sie sich da mal bessere Ideen einfallen lassen mit dem Kleber, dass der besser abgeht. Das hat man ganz oft, vor allem in günstigen Läden, dass man dann diesen blöden Kleber nicht abkriegt, ne? Theoretisch ist es mir ja auch egal. Hauptsache, ich habe hier den Preis ab. Ja, ich fummel mir das gerade mal zumindest hier den Preis ein bisschen ab. So, jetzt habe ich zumindest den Preis so ein bisschen abgefummelt. Das ist für mich schon okay so. Und wie gesagt, jetzt werde ich dieses Teil hier zurechtschneiden. Ich werde mir das hier einmal reinlegen und hier eben schön in die Ecke reindrücken, dass ich hier gleich sehe, wie die Schneidekante ist. Obwohl, jetzt sehe ich gerade, ich war hier ein bisschen schief drin. Dann mache ich das nochmal oder ich klappe es mir direkt gleich einfach um und nehme es so raus. So. Und dann schneide ich mir das jetzt einmal zurecht. Leg das einmal gerade. So. So, der Rest kommt jetzt hier an die Seite. Mal gucken, was ich damit noch mache. Ich schmeiße natürlich nichts weg. Ist ja klar, irgendwo wird es wieder verwendet. So, dann habe ich hier jetzt einmal meine Unterlage. Oh nein, guckt mal, jetzt ist mir beim Hochnehmen noch ein Stück vom Ei abgebrochen. Das ist richtig ärgerlich. Ach, das ärgert mich jetzt aber. Ja, das bringt jetzt auch nichts, das wieder anzukleben. Also entweder legt man das jetzt hier einfach daneben. Wie gesagt, Gott sei Dank ist es ja bei diesen Eiern wirklich so, dass die sowieso immer brechen, wie sie wollen. Also da hat man sowieso keinen Einfluss drauf. Ich glaube, ich werde jetzt als erstes mal dieses Deko-Zeugs hier gut verteilen, damit das Ei ein bisschen Halt hat. So, das soll dann so quasi mein Nest werden, wo das Ei dann so quasi drin liegt. Das werde ich jetzt einfach nur ein bisschen wild verteilen. Und ich bin noch am Überlegen, ob ich das Ei mit ein bisschen Heißkleber festklebe.
dass das nicht zu dolle hin und her wackelt. Ich glaube, das mache ich gerade mal. Ich hoffe, meine Heißklebepistole ist aufgeladen. Ich probiere es mal. Jawohl, sie ist aufgeladen. Und dann nehme ich mir jetzt ganz vorsichtig dieses Ei und werde hier mal ein bisschen Heißkleber drauf verteilen. Auch nicht zu viel. Und einen Moment andrücken. Und den Heißkleber lasse ich auch gerade mal liegen. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich das noch mal benutzen muss. So, ja, wirklich dolle halten tut das natürlich nicht. Das hat jetzt nur einen kleinen Halt. Ja, und dann werde ich hier von diesen Kügelchen mir ein paar ringsrum verteilen und dann eben einfach nur so wild ein bisschen dazulegen. So, noch nicht wie viele. Ich werde mal gucken, immer eine glänzende und eine nicht glänzende. Ja, alle nicht glänzend. Da hat eine Beule. So, okay. So reicht das völlig aus. Und ich denke, die lasse ich einfach so wild drin liegen, wie sie jetzt gerade gefallen sind. Dann das Teilchen kommt natürlich hier dazu. Aber ich glaube, ich, warte mal, das ist ja so abgefallen. Plups, so. Die Glöckchen. Immer alles gut verklebt hier. Und hier haben wir ja auch zwei Farben drin. Deswegen werde ich immer gucken, eine von der auf jeden Fall. So. Schwupp. Dann fehlt hier noch eine silberne. Und hier fehlt noch eine ohne, also eine mit ein bisschen matterer Farbe. Okay. Ja, die Eule, wie gesagt, die werde ich jetzt hier hineinstellen. Und dann werde ich mir hier zwei von den Wichteln raussuchen, die ich ganz süß finde. Und die werde ich aber, glaube ich, wieder festkleben. So, einmal und zweimal. Zack. Und dann nehme ich hier ein bisschen von meinem Heißkleber, der hier gerade schon runtergelaufen ist. So, ich glaube, das reicht noch nicht. Ja, und jetzt gucke ich mir hier einfach mal einen schönen Platz aus, schiebe die Sachen ein bisschen an die Seite und dann klebe ich mir die einfach dazwischen. Und hier den Docht ein bisschen hoch. Oh, hier sehe ich gerade, hier ist der Dort abgegangen. Und bei dem hier anscheinend auch. Das macht aber nichts. Dann nehmen wir halt einen anderen. So. Ja, auch hier wieder ordentlich Heißkleber drauf und noch ein bisschen an die Seite geschoben, das Ganze hier. Zack, so. Und die Eule, die möchte ich auf jeden Fall da drin nicht festkleben. Die werde ich so drin lassen. Ja, und auch die anderen Sachen. Und dann werde ich gleich noch mal gucken. Ich habe ja noch ein paar Reste. Erstmal werde ich mir hier mal kurz was drunter legen, dass mir das den Tisch nicht voll kleckert, falls ich noch gleich kleben möchte. Und zwar werde ich jetzt noch ein paar von diesen Teilen kurz holen. Und die werde ich dann auf jeden Fall auch noch mit hier reinmachen. Und ich werde mal gucken, ob das Ei hier, ja, das hält gut genug. Das kann so bleiben. Ich hole ganz kurz noch mal ein paar von den Resten. Ja, und zwar hatte ich jetzt von diesem weißen hier nur noch einen großen Rest. Und die ganzen kleinen Reste, die ich davon noch hatte, die sind leider
alle schwarz geworden. Also die habe ich alle schwarz angemalt. Da habe ich nicht so drüber nachgedacht. Dann werde ich jetzt hier nur eins hinlegen. Und ich glaube, auch das werde ich ein bisschen festkleben. Einfach noch ein bisschen Heißkleber drauf und einmal ein bisschen fixieren. Und hier kann vielleicht so eine Kugel mit rein, oder? Nee, lieber daneben. So, ja, und jetzt ist das Ganze hier auch schon relativ voll, finde ich. Ja, und das werde ich jetzt einfach mit Zellophanpapier dann eben verpacken, dass man auch gleich reingucken kann quasi, was es halt ist. Und dieses ist ein Geschenk für die Frau von meinem Papa. Genau, ja, und damit habe ich schon einen großen Teil meiner Weihnachtsgeschenke abgearbeitet. Die Männer kriegen dann von den selbstgemachten süßen Sachen und ja, von den ganzen Leckerlis, die ich dann so über die Weihnachtszeit mache, kriegen die meistens Sachen und einen Gutschein oder so dazu. Und die Frauen dann eben sowas und eventuell einen Gutschein dazu, je nachdem, wie sehr man sich eben beschenkt. Das ist ja in jeder Familie unterschiedlich. Also wir schenken halt immer so Kleinigkeiten. Und ja, genau. Ja, ihr Lieben, bevor ich mich jetzt wieder hier um Kopf und Kragen rede und gar nicht weiß, was ich erzählen soll, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Tschüss!